Und damit wieder willkommen zurück hier zu Let's Play GTA 4 The Lost and Damned. Jawohl, wir sind gerade auf dem Weg zu Ray. Und da haben wir vermutlich die letzte Mission mit ihm zumindest. Und das dürfte, wie ich es in der letzten Folge auch schon gesagt habe, eventuell sogar die vorletzte Mission vom Spiel sein. Schauen wir mal. Well, look who it is. Hey, how you doing, tough guy? What's your problem? I told you not to get too fucking clever. What? Oh, you gotta be kidding. Start walking. Downstairs. Okay, I'm going. That's right. Gentlemen? What the fuck is going on here? Fucking hell! Stop that shit, asshole! Anything yet? Nah. Burn him again. Where's my fucking stuff? You see, genius over here would rather get creme brulee before he dies. Hopefully you ain't so stupid. Where's my stuff? I don't know what you're talking about. Fuck you! What are you, fucking death? Where's my fucking stuff? I don't know. Who do you think you're bullshitting? A bullshitter? That's funny. You're gonna have to cut that shit out, Ray. It's not fucking cool. I fucked Ashley, my friend, and now I'm gonna fuck you. Where's my fucking stuff? Fuck off, Ray. Go ahead. Drop the fucking gun, goon! No! I'll cut him! No. I can get the... Back the fuck up! Back up! Go ahead. Go ahead! Go ahead, run like a couple of girls! Billy was right about both of yous. Backstabbing fools. God, I got guys on every corner. Where you gonna go? I'll see you later! I gotta go talk to Ashley. I'm gonna go get the fucking brothers. Oh je, jetzt eskaliert es aber. We gotta go, man! Jawohl, komm, auf geht's. Treffen wir uns mit Ashley. Super. Die fähigste Person im ganzen Spiel. Unbedingt sollte man sich mit ihr treffen. Yay. So, wo müssen wir da hin? Da hinten müssen wir mal wieder ganz hin. Ja, wir hätten Ray gerade auch einfach mal umlegen sollen. Ich meine, in der Hauptstory haben wir das ja, meine ich, mit Nico getan. Weil gefühlt haben wir da sowieso so ziemlich jeden umgelegt, mit dem wir irgendwie irgendwann mal zu tun hatten. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass wir Ray auch umgelegt haben. Na gut, schauen wir mal. Weil ich glaube nicht, dass wir das jetzt hier... dass wir das jetzt hier tun werden. Müssen wir da lang, der will uns genau durch den Tunnel fahren lassen. Komm. Dann schauen wir mal. Ashley, ja gut, vielleicht hat die sich jetzt ja auch irgendwie schon eine Überdosis gegeben oder so und das hinüber. Das wäre jetzt vielleicht auch nicht so der größte Verlust, muss man sagen. Weil bis jetzt hatten wir eigentlich nur Ärger wegen ihr. Und für sie wäre es vielleicht auch besser. Mag hart klingen, ist aber so. Na komm, komm, komm. Weil das Mädel ist halt auch ein einziges Wrack, muss man mal ganz ehrlich sagen. Wir haben nicht viel von ihr gesehen, aber das, was wir gesehen haben, reicht eigentlich schon. So. Oder vielleicht hat Ray sie auch schon umgelegt, wer weiß, kann natürlich auch passiert sein. Ashley? Lebt also noch. Ist das dein Ernst? Jim. Okay, rufen wir die beiden Jungs einfach nochmal an, bevor es wieder schief geht. Warte mal, ich glaube, da war der erste schon, oder? Clay, Matt,
So, guck mal, haben wir die ersten schon mal? Obwohl einer davon liegt noch, ne? So. Okay, wenn wir zu ihnen kommen, können sie uns helfen. Dann fahren wir mal zu ihnen. Wo sind denn die? Da oben. Na gut. Dann auf geht's. So, haben wir die schon mal erledigt. Die haben uns auch fast erledigt, haben uns fast schon wieder die Hälfte der HP abgezogen. So, fahren wir schnell zu den anderen. So. Irgendwo hier sind sie, hä? Jawohl. Jo. Ich bin da, ich bin da, ich komm hoch. Na komm. So. Jetzt. Na endlich, oh Mann. Boah. Ja, ja, ich bin schon da, ich bin schon da. So. Lösen wir es auch einfach mal so. Hopp. Bam. Beschleunigen wir das Ganze ein bisschen. Ach komm, die leben ernsthaft noch. Also die müssen ja mindestens verbrennen. Na. Ja, mit der Pumpgun kommst du auf die Entfernung nicht weit, Freund. Wir haben eine Errungenschaft bekommen. Deine Verstärkung ist knallhart. Bringt Terrys und Clays Health auf 100%. Mhm. Sehr gut, guck mal, das hier nehmen wir auch direkt mal mit. Nehmen wir alles mit, wie immer. Brauchen wir zwar nicht, aber wir nehmen es mit. Besser haben als brauchen. So. Dann auf zu Ashley. Na. So, du darfst ja auch anrufen, wie du es eben angekündigt hast. Hm, oder auch nicht. Na gut, dann eben nicht. Dann nein. Das ist jetzt gerade nicht passiert. Das ist jetzt gerade nicht passiert. Okay. Ja. Ist okay. Ist okay. So, schauen wir mal, wo wir rauskommen. Hier kommen wir wieder raus. Na gut, das geht ja noch. So, erledigen wir die, bevor sie da sind. Oder bevor sie uns umlegen. The Lost Amps. I bet Billy wouldn't have made you do shit like this. Billy would be getting himself a drink and trying to screw my woman, not fighting alongside me. So, kommen die eigentlich auch, oder? Oder nicht? Bewegen die sich irgendwie in unsere Richtung? Weil ich habe jetzt irgendwie auch nicht so wirklich die Lust, jetzt ewig hier zu warten, bis die irgendwann mal kommen. Na gut, so langsam nähern die sich. Guck mal, da kommt sogar einer lang gefahren, oder? Ne, da unten ist er. So. Bam, haben wir euch. Und der lebt ernsthaft noch. Jawohl, sehr gut. Ja. So, und der Rest? Ihr dürft auch ruhig kommen. Ich hab da nämlich was für euch. Da kommt schon wieder der nächste da unten. Gib mir Cover!
Ah, das war zu spät geworfen. Ah, das gleiche wieder. So, da kommen die nächsten. So, zack. Jawohl. Hat's euch auch zerlegt. So, komm. Na komm, du sollst nicht dahinter, du sollst einfach nur... So. Haben wir dich und wo bist du noch? Da hinten bist du noch. Gut weggeflogen bist du. So, dann fehlt nur noch ein Auto von denen. Können wir schon mal runter? Okay. So. Sammeln wir das hier schon mal alles ein. Und dann brauchen wir nur noch das letzte Auto, wenn es ja auch irgendwann mal auftauchen würde. Schauen wir mal, wo steckt der da hinten? Steckt er da irgendwie fest? Weil dann, rein theoretisch, können wir auch einfach hinterfahren und uns selber drum kümmern, weil mit einem Auto werden wir ja wohl klarkommen. Die Frage ist nur, da nehmen wir uns einfach mal das hier, komm. So. Dann fahren wir halt eben selber rüber, wenn die nicht zu uns kommen. Dann fahren wir eben zu denen. Okay, guck mal, da stehen die. Und hängen da wohl irgendwie fest, hä? Jupp, die hängen da fest. Na komm. Jawohl. Siehst du wohl. So, dann fahren wir jetzt zu Ashley. Hoffen, dass wir uns dieses Mal nicht das Genick brechen beim Hinfallen. So. Gucke mal, hier vorne wäre schon gewesen. Hier vorne wäre schon gewesen. So, da sitzt sie. What's going on? I'm sorry. For which bit? For everything. He told me everything. Me and Ray ain't friends no more. Yeah, me and Ray neither, sugar. Johnny, I got some bad news. Jim, he ain't... Oh, no. Oh, man. Not Jim. Fuck this. Angus is crippled and Billy gone insane. Now Jim's dead. I guess that's what they call payback. You got me. I don't got you. Crystal gotta got you, babe. Johnny, I'm gonna quit. Yeah, and I'm an idiot believing in your bullshit all this time. It ain't your fault. It's my fault I'm a fucking moron. I'm gonna go to rehab, straighten myself out. Anyhow, he told me you wouldn't get hurt. I wouldn't have done it otherwise. Yeah? Well, why shouldn't I kill you? Why bother? I'd be better off dead. But Johnny, Ray ain't the problem. What are you talking about? Are you telling me that a backstabbing mob guy who wants to kill me ain't the problem? It's Billy. Ugh. See, it's Billy. Ray, it turns out that Billy was trying to poison him against you, and now apparently Billy's going states. He's gonna blame you. I'm sorry. Well, what now? You gotta get someone to help you. Maybe that congressman. Maybe. We'll see. Go on and get out of here. I love you, Johnny Kay. You're speaking a foreign language to me now, lady. Now get the fuck out of here. Guck mal, ich hab's doch gesagt. Sie hat sogar selber gesagt, tot wäre sie besser dran. Hat sie vollkommen recht mit, zumindest in ihrem aktuellen Zustand. Na, vielleicht schafft sie es ja, sich umzudrehen, aber irgendwie glaube ich da nicht dran. Die ist ja so fertig. So. Dann, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und wir haben vor allem noch Gangkrieg offen. Rennen haben wir noch offen. Fahren wir mal zum Gangkrieg, machen den nochmal eben, dass wir da auch nochmal ein bisschen vorankommen. Und dann, ich glaube, warten mal. Ich glaube, wir haben jetzt 20 Missionen abgeschlossen, oder? Ne, 21 haben wir abgeschlossen. Und ich glaube, 22 oder 23 gibt es. Irgendwie sowas.
So. Stirb's. I'm not in the mood to do any killing for the supposed elite today. You're gonna have to get your own hands dirty, Stubbs. Oh, spare me the lecture. This is important, Jonathan. Important enough for me to come down from my ivory tower and rub elbows with you blue-collar types on the wrong side of the West River. Meet me at your clubhouse. I drink single malt. Okay. Das werden wir aber heute nicht mehr machen. Nee. Das sparen wir uns für morgen auf, weil wie gesagt, möglicherweise ist das die letzte Mission. Und der möchte ich dann schon eine eigene Folge widmen. Deswegen machen wir jetzt hier nochmal ein bisschen Nebengeplänkel. Auch wenn es natürlich nichts allzu dolles ist, weil ja gut, diese Gangkriege und auch diese Rennen, das ist ja eigentlich jedes Mal das Gleiche. Und jetzt hätte ich da oben hingemusst. Oh Mann. Warum trifft man sich da hinten irgendwo? Aber dann schauen wir doch mal. Bei Gangkrieger haben wir bis jetzt nur ein Fünftel erledigt. Wir werden auch nicht alle machen. Aber die, die wir schaffen, die nehmen wir natürlich noch mit. Ach komm schon. Komm, brech durch da. Das gibt's doch nicht. Du wirst ja wohl mal eben kurz durch diesen Zaun fahren können. Okay. Nehmen wir ein bisschen mehr Anlauf. So, komm. Das gibt's doch nicht. Funktioniert hier heute auch noch irgendetwas? Dann nehmen wir halt noch mehr Anlauf. So viel, wie wir hier können. Unfassbar. Es ist ja anscheinend leider auch nicht so, dass es nach und nach kaputter geht. Sondern... Ach, komm schon. Gut, wisst ihr was? Dann fahren wir halt außen rum. Bevor wir jetzt hier ewig... Obwohl... Warte mal, wir könnten auch nochmal eben versuchen. Machen wir ein kleines Experiment. Wann wir es schaffen, mit diesem blöden Motorrad durch diesen blöden Zaun zu... Obwohl, wisst ihr was? Jetzt sind wir so... Was war das denn hier? Wo bin ich jetzt gerade abgeprallt? Bei diesem Typen, oder was? So, komm, wir fahren jetzt einfach hier lang und dann ist gut. So. Machen wir nicht lang rum. Okay, Brothers. Let's hit up these AOD motherfuckers, man. Jawohl. Let's roll, boys. Auf geht's. So, meistens dauert die Fahrt eigentlich schon fast länger als der eigentliche Kampf. Dann gucken wir mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Da vorne. Gut, ist dieses Mal nicht allzu weit. Hoppala. Nein, 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 nein. Okay, nehmen wir die MP wieder raus. Mit der dürfte es am schnellsten gehen. Und dann hätten wir, glaube ich, auch eben direkt schon links abbiegen können. So, ach, gucke mal. So, noch jemand. Du zum Beispiel noch. Na komm, komm, komm. So. Jawohl. So, lebt irgendeiner von denen noch? Du bist tot. Okay. Lebt da noch einer? Nein. Das heißt, wir schnappen uns das Auto. Okay. Müssen wir erstmal den da noch rausschmeißen, oder was? Oder lebt hier irgendjemand noch? Auf wen schießen die denn hier? Und der gehört ja anscheinend zu uns. Der ist tot. Hallo? Ist noch irgendjemand da? Was ist denn mit euch? Hm. Na gut, dann werfen wir nochmal die andere Leiche da aus dem Wagen raus. Und dann
Hat das hoffentlich. Okay. Und nu? Hat er da irgendwas in den Infos angezeigt? Zerstöre. Ah, wir sollen es zerstören. Okay. Ja, Leute, das war jetzt nicht ganz so klug, dass ihr... So, kommt, weg, weg, weg. Ah. Ja, und du stehst natürlich direkt daneben. Aber du lebst noch. Nein, 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 nein. Es ist Wahnsinn. Komm, weg. Einfach. Ja, gut. Okay. Oh Mann. Okay, Leute, beenden wir die Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao.